das denn? Ein Umschlag. Oh mein Gott, es gibt aber nur 4 Geschenke. Ja, 4 Casting-Einladungen. Ja, super. Ich tippe auf Dyson. Ich tippe auch auf Dyson. Es ist ja hier drüben. Ja. Als dann die Casting-Einladungen vorgelesen wurden, dass es für Dyson ist, war es halt ganz klar. Mit langen Haaren kann man halt mehr anfangen, deswegen ich bin nicht enttäuscht. Ich gönne es den anderen. Liebe Juliana, wir freuen uns, dich zu unserem Dyson-Casting einladen zu dürfen. Dich erwartet eine tolle Challenge, die unsere Jury dir vorstellen wird. Oh mein Gott! Ja, das war echt geil. Liebe Vivian. Ja, so fängt's gut an in den Top 10, so kann's weitergehen, also immer her mit den Casting-Einladungen. Liebe Anit! Das ist meine erste Casting-Einladung. Deswegen möchte ich zeigen, dass wenn ich im Casting eingeladen werde, ich den Job auch bekomme. Liebe Lieselotte! Ja. Also ich muss sagen, das ehrt mich, ne? Dass Dyson denkt, ach, wir gucken uns mal Lieselotte an. Die älteren Frauen wollen ja auch im Kopf runden, gut aussehen. Oh mein Gott! Ich hasse euch. Danke! Ich weiß nicht, eure Frau. Oh Leute. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn Dyson bei James Next Topmodel wieder Kunde ist, ich möchte diesen Job haben und dann kann mir auch jeder andere Job egal sein. Und jetzt habe ich nicht meine Casting-Einladung. Und ehrlich gesagt bereue ich jetzt auch, dass ich immer halt gesagt habe, ja, lieber habe ich dann, wenn ich den Job nicht bekomme, dann auch noch keine Casting-Einladung, dann ärgert es mich nicht. Ja, in dem Fall hätte ich dann doch lieber die Casting-Einladung gehabt. Ja. Ja, ich bin schon sehr enttäuscht, dass ich beim Dyson-Casting nicht eingeladen wurde, weil Dyson wusste man irgendwie schon, dass es kommt und es ist halt so ein großer Kunde und man hat irgendwie immer so drauf gehofft, dass man wenigstens eine Einladung kriegt. Man hätte halt gerne die Chance, sich beim Kunden vorzustellen und halt auch Bock auf den Job, also das ist klar. Sind die eigentlich schon weg? Nee. Nein, die machen sich gerade ready. Ich freue mich extrem, dass Anita auch eingeladen wurde, dass wir da jetzt zu zweit hin können, uns ein bisschen mental unterstützen können vielleicht. Wir dürfen aber nicht vergessen, ich will den Job. Dankeschön, die Dame. Die Konkurrenz ist heute sehr stark. Juliana hat schon 2 Jobs, Vivian hat schon einen Job und Lieselotte ist generell ein anderes Schema. Deswegen ist die Konkurrenz heute sehr, 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 sehr stark. Ich bin Stefan Koch und ich bin Dyson-Ingenieur. Das heißt, im Alltag entwickle ich bahnbrechende Technologien für alle Haartypen. My name is Matthew Collins, Global Styling Ambassador for Dyson. To me, what I love about Dyson is the collaboration between the engineers as well as the stylists to make tools that are professional grade quality for the professional, but also for the consumers. Hi. Hi. Hallo. Herzlich willkommen zum diesjährigen Dyson Casting. Wir suchen heute nach einer Haarexpertin, die unsere erste Dyson Live Experience Show als Co-Moderatorin begleiten wird. Oh, wow. Wir möchten, dass ihr euch backstage selbst die Haare stylt. Mit Hilfe des Dyson Supersonic Haartrockners oder des Dyson Coral Haarglätters. Nach dem Styling habt ihr bis zu 1 Minute Zeit, um euren Look in einem One-Taker vorzustellen und zu erklären, warum ihr euch genau für diesen Look entschieden habt. And remember, it only takes 8 seconds to lose someone's interest. So you need to be upbeat and excited and really connect with your audience. Wir wünschen euch viel Erfolg. Dankeschön. 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 Bye. Bye bye. Dass ich jetzt meine Haare selber stylen darf, finde ich cool. Die Herausforderung wird dann im Anschluss des Videos sein, wo man dann ein bisschen was erklären soll und was zu seinem Look sagen soll. Es ist immer eine Riesenchance, die man hier bekommt. Und deswegen will ich einfach den Kunden von mir überzeugen. Das ist ja nicht nur der Haarstil, sondern auch die Präsentation macht es dann aus. Fürs Hairstyling braucht jedes Model eine gute Idee. Ich bin ja völlig überfordert, aber ich habe mir es einfach gemacht. Ich habe ja Naturlocken, so nicht doll, aber und Kopf über und dann fertig. Das ist die schnelle Variante, wenn die Frau keine Zeit hat. Haare waschen und dann richtig wild. Erst hatte ich die Idee, dass ich sie komplett glatt mache, aber ich will ja meine normale, natürliche Haarstruktur hervorheben und nicht komplett verstecken. Und deswegen habe ich mich jetzt für Wellen entschieden.
Ich konzentriere mich gerade, mein Haar zu perfektionieren und mache mir eher schon Kopf eigentlich um den Vortrag als um meine Frisur. Weil ich denke, es ist ja auch eine Rednerin gesucht. Und deswegen denke ich, dass es auch auf die Performance gleich ankommen wird und nicht nur auf den Look. Ich war schon schnell fertig, weil ich ja einen Hairstyle präsentieren möchte, mit dem ich mich identifiziere oder den ich auch öfters trage. Und das ist eben hier unten lockig und oben habe ich mir jetzt auch ein bisschen geföhnt und versuche mir meinen Text oder meine Story nochmal zu verinnerlichen, dass ich dadurch einfach gefestigter bin und mir das besser merken kann und ich dann auch nicht mehr so nervös bin, weil ich nicht weiß, was ich sagen möchte. Okay, ladies. Und ja, viel Spaß für alles. Schön. Mach ich auf jeden Fall. Eine Minute ist halt heftig viel Zeit. Das ist lange. Es ist sehr lange. Eine Minute. Hi. Hi. Ich habe mir vorgenommen, du kriegst keinen Patzer, du machst diese 60 Sekunden mit links. Ja, und konzentrierst dich mal, Ileana. Okay, deine Minute läuft von jetzt. Okay. Hey, ich bin die Ileana und ich möchte euch heute meinen persönlichen Hairstyle vorstellen. Ich habe hier oben was ganz Besonderes heute ausprobiert, und zwar den Dyson Supersonic. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mega, mega begeistert, weil ich so hier oben etwas ein bisschen strenger aussehe auf jeden Fall. Und ich bin eine sehr zu ernst nehmende Person. Und hier unten etwas lockiger und fröhlicher und ganz locker und spontan, so wie ich eigentlich immer sonst bin. Ich freue mich, euch das hier heute präsentieren zu dürfen, da ich mich wirklich wohlfühle darin. Okay. Wow, vielen Dank, Ileana. Okay. So tell us how you would help someone else with your hair texture to style their hair at home. Das Erste, was ich als Tipp geben möchte, erstmal zu sagen, was das Haar überhaupt schädigt. Und zwar die Sonne, auch wenn sie so schön ist. Und auch immer das Trocknen und auch das Stylen von den Haaren jeden Tag. Das muss man mal beachten. Deswegen braucht man Produkte, um das gut irgendwie zu, ja, um das eben nicht so, sorry. Okay, vielen Dank, Ileana. Bye, bye. Danke, tschüss. Ich habe versucht, das alles cool zu meistern. Aber Ileana, die hat mal wieder ein bisschen holprige Leistung abgeliefert. She came prepared. She clearly prepared a few lines in her head. She did a really good job on that. And I think the first 20, 30 seconds didn't really feel that long, but then it really tailed off a little bit and she needs to really catch the attention of the viewers. Mm-hmm. I think she really showed that to embrace, you know, your beautiful natural texture and to own it. And I think that that was a really good moment for me, that she, you know, really embraced a simple yet casual look. I agree. Na, wie war's? Okay, ich war eigentlich ganz sicher und locker. Ich hatte so ein paar Patzer, aber ich habe versucht, das dann irgendwie zu überspielen. Ich habe nicht genau alles so gesagt, wie ich es gerne gesagt hätte, aber so zu 70% schon. Ob es dann gereicht hat, das sehen wir, wenn die anderen fertig sind. Ich glaube, das ist bis jetzt das aufregendste Casting. Ja. Ich kann es nicht beurteilen, aber es kommt mir schon nach einer sehr harten Challenge vor. Ja, weil die Aufgabenstellung doch so krass offen ist. Also sie ist halt so krass. Von meinem Gefühl her und von meinem Geschmack auch her würde ich sagen, dass die Anita mir heute gefährlich werden kann. Danke. Es wäre mir einfach so, so wichtig, den ersten Job in der Top 10 zu ergattern. Ich tue mir beim Reden privat nicht schwer. Aber wenn es dann um etwas geht, dann kann ich sehr zittrige Stimmen bekommen und das will ich heute nicht. Okay, deine Minute läuft jetzt. Super. Hi Leute, heute mal mit Locken in den Haaren. Ihr wisst, meine Haare sind mir das Allerheiligste. Sie sind lang und gesund und das sollen sie auch bleiben. Normalerweise ist es nicht so möglich mit dem often Stylen der Haare, aber durch den Dyson Coral ist es jetzt auch möglich. Es sanft zu den Haaren, er schädigt sie nicht und auch nicht viel Druck muss aufgewendet werden, um ihn zu nutzen. Ich liebe die glatten Haare natürlich trotzdem, deswegen habe ich so einen Style ausprobiert, der etwas lockiger von unten ist, aber von oben glatt, weil ich finde, das umstreichelt mein Gesicht und ich fühle mich pudelwohl.
Okay, vielen Dank. Janita hat sich sehr gut vorbereitet, das hat man gemerkt. Sie hat einen Plan, was sie sagen wollte, machen wollte. Das hat mir gut gefallen. Sie konnte leider die Minute nicht komplett füllen. Wieder gegen Ende hin sind ihr etwas die Ideen ausgegangen. Ich habe die Minute nicht ausgefüllt. Okay. Aber ich war tatsächlich nicht allzu nervös, muss ich sagen. Ja. Ich wollte es nicht langweilig gestalten und deswegen hoffe ich einfach, dass ich mir damit jetzt nicht selber das Bein gestellt habe, indem dass ich meinen Kopf eingeschaltet habe, bevor sie mich stoppen. Ja, das könnte wieder sein, dass ich wieder zu viel nachgedacht habe. Viel Spaß! Ja. 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 Danke, Mädels! Nicht so lang! Na ja, nicht so lang! Das ist ja... Ja, mein Gott! Ich muss sagen, ich bin schon angespannt. Ja, und wichtig ist ja, dass man da nicht steht und der Kunde das merkt, ne? Das muss natürlich rüberkommen. Hallo Ladies, ich bin Lieselotte und ich sage euch, es ist nie zu spät. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Aber ich muss sagen, je älter wir werden, umso wichtiger wird eine gute Frisur. Ich habe heute den Dyson probiert. Ganz schön wild, aber warum nicht mit fast 70? Das ist eine Turbofrisur. Und ich muss sagen, wir älteren Damen haben ja manchmal Angst vor der neuesten Technik. Know-how heißt es heute. Und, aber klappt gut. Also Klick on, off, das kriegen wir hin. Und dann Haare, Kopf über. Und am Ende ein sexy Blick. Und hoffentlich dreht sich dann noch mal einer um. So, könnte klappen. Okay, vielen Dank, Lieselotte. Dankeschön. Lieselotte hat das Talent, einen ganzen Raum zu füllen und die Leute auch zu fesseln. Danke. Danke, Lieselotte. Ja, gerne. Ich habe das Gefühl, es war gut, nicht perfekt. Hallo. Hallo. Es ist extrem wichtig, diesen Job jetzt zu bekommen, allein weil das der erste Job in der Top 10 ist. Ich will jeden Job hier, aber ich will diesen Job unbedingt. Das würde mir richtig viel bedeuten, ja. Okay, deine Minute läuft jetzt. Hi Leute, ich bin's, eure Vivi. Ich kriege richtig viele Komplimente zu meinen Haaren und werde auch oft gefragt, was ich mit denen so mache. Deswegen würde ich heute gerne ein bisschen besprechen, wie ich meinen Look so fühle, wie ich den mache und vielleicht auch ein paar kleine Tipps und Tricks, damit ihr wisst, wie ich meine Haare so style. Wie ihr unschwer erkennen könnt, trage ich meine Haare richtig gerne wellig bis lockig, weil das auch meine echte Haarstruktur ist. Ich habe von Natur aus wellige Haare und deswegen liebe ich es, das einfach noch mal zu unterstreichen. Viele machen da den Fehler, dass sie mit zu viel Hitze an die Haare rangehen. Macht das bitte nicht, weil dadurch sehen sie dann einfach sehr trocken aus und ihr macht sie einfach sehr schnell kaputt. Eure Haare sind sehr wichtig für euch. Ihr kennt das, man fühlt sich, man wird sehr selbstbewusst dadurch, man kann mit ihnen spielen. Deswegen achtet richtig gut auf sie und ich habe für meinen Hairstyle... Okay. Schon fertig? Okay. Vielen Dank. So, thinking back to you just in front of the camera, is there something that you now remember that you didn't do there that you wish you would have done? Eigentlich finde ich, ich habe das gut gemacht. Es ist mir immer wichtig, dass ich sehr authentisch rüberkomme, auch wenn es jetzt eine Kamera ist, zu der ich spreche. Deswegen, ich finde, ich habe es gut gemacht. Ich hätte vielleicht das Zeitmanagement ein bisschen besser einschätzen können, auf jeden Fall. Aber ja, keiner ist perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Thank you so much. Thank you too. Vielen Dank, Vivian. Danke, bis später. Tschüss. Tschüss. Vivians Performance hat mir sehr gut gefallen. Sie hat sich wirklich viel dabei überlegt und war ziemlich nah an der Aufgabe dran. Aber sie hatte Probleme mit dem Zeitmanagement. Und in einer Live-Show ist es wichtig, auch das Zeitmanagement im Griff zu haben. Ich bin richtig aus mir rausgekommen, hatte ich das Gefühl. Super. Ich glaube wirklich, dass es beim Kunden angekommen ist, wer ich bin, wie ich bin.